Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier Marcel Ferguson Pack und zwar einen 5S und dann haben wir noch den 6S und den 7S. Die gucken wir uns jetzt mal an. Also sprich drei Traktoren in einem Download-File. Der kommt in der Version 1.0 und hat eine Größe von 21 MB. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen rumexperimentiert. Hat 105 PS Standard, 180 Liter Sprit und 40 km/h. Gerade dieser 5S hier bei den Kleintraktoren zu finden ist er. Ja, ihr könnt hier die Felgenfarbe auswählen. Da habt ihr einiges an Auswahl. Ihr könnt aber auch noch die Hauptfarbe ändern, wie ihr es wollt. Und die Designfarbe ist hier dieser, ich sage jetzt mal, ja, Unterboden, ne? Hier dieses Graue. Da könnt ihr dann auch noch ein neues Grau, ein altes Grau. Oder ihr könnt hier auch einen Schwarzton haben. Ne? Da sieht das Ding natürlich so aus. Ne? Also gerade dieses da unten rum. Ne? Gut. Konfiguration wäre möglich mit Standard hier. Da hätten wir 170 Kilo Gewicht, 280, 390, 500, 610, 720 und eine Fronthydraulik hinzu, je nachdem, was euch halt am besten da gefällt. Reifenhersteller wäre möglich mit Trelleborg-Reifen, mit Michelin-Reifen, Mitas-Reifen, Nokian-Reifen, wieder Trelleborg, Trelleborg mit Standard, mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Pflegebereifung, Zwillingspflegebereifung hinten, dann haben wir normale Zwillingsbereifung hinten und wieder Standardreifen. Michelin mit Breitreifen und Gewichten, Breitreifen, ne? Das ist das Einzige, was hier geht bei Michelin. Mitas mit Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten und zwar auch schon alles. Dann haben wir noch die Nokia-Reifen, dann haben wir noch die Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten und die Breitreifen. So. Dann haben wir hier noch die Kotflügel, könnt ihr dann kleiner machen oder größer, je nachdem, was ihr für Reifen drauf habt hier. Ne? Ändert sich hier hinten dann halt. Genau, dann habt ihr hier unten noch GPS-Fänger. Ja, hier oben dann, ne? Ja oder nein. Motorausführung 105 PS, 115, 125, 135, 145 und dann wieder die 105. Frontlader könnt ihr hier hinmachen, ja oder nein. Genau. So, das ist der erste. Dann gehen wir zurück in die größeren Kategorie, holen uns mal den 6S. Der hat 135 PS, 330 Liter Sprit und 50 km/h und ist auch in dem Pack dabei. Könnt auch die Felgenfarbe hier ändern. Die Hauptfarbe habt ihr diese Möglichkeiten zum Auswählen. Und dann habt ihr hier noch die Designfarbe, das wäre jetzt bei ihm, ich mache es jetzt erstmal extrem, hier vorne die Lufteinlässe, sagen wir es einfach mal so rum. Da könnt ihr euch dann variieren, was ihr dann im Ganzen haben wollt. Na, ihr seht jetzt hier, ändert sich dann auch da. So, Konfiguration wäre hier jetzt möglich mit Standard, mit 170 Kilo, 280, 390, 500, 610, 720, 830 und Fronthydraulik. Und wieder nichts. Reifenhersteller war nämlich mit Trelleborg, Michelin, Mitas, Nokian, Trelleborg, Trelleborg mit Standard, mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne oder Standardreifen. Michelin mit Standardreifen, mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Standardreifen. Michelin, fertig, Mitas, Mitas mit Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Breitreifen. Nokia mit Standard, Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten oder Standardreifen. So, Fahrgestellfarbe könnt ihr auswählen hier jetzt, nicht mehr hier oben mit Design, sondern hier unten dann, also praktisch hier in dem Schwarz, neuem Grau oder altes Grau. Ja. Design wäre möglich mit Pflegereifen, das ist dann hier. Da oben ändert sich was, Breitreifen, je nachdem was für Reifen ihr drauf habt oder ob ihr GPS haben wollt, könnt ihr hier dann auswählen und da ändert sich auch hier der Kotflügel noch mit, je nachdem Reifentyp oder mit GPS halt. Ne? Motorausführung 135 PS, 145, 155, 165 und die 180 PS. Frontlader könnt ihr machen, ja oder nein. Somit kommen wir dann gleich auch zum 7S. Der größte in diesem Pack
ist natürlich auch dabei im Pack, so sieht er aus. Hat 155 PS Standard, 330 Liter Sprit und 50 km/h kann dieser laufen. Genau so sieht er wie gesagt aus. Und ja, Felgenfarbe könnt ihr machen hier in den ganzen Farben. Hauptfarbe könnt ihr hier auch ändern, wie ihr es wollt. Und ihr könnt die Designfarbe hier ändern. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, na, hier vorne wieder die, ich sage einfach mal, Kühlrippen dazu. Ne? So, jetzt seht ihr es ganz deutlich. Ne? Ja, Konfiguration wären auch hier Standard 170 Kilo, 280 Kilo, 390 Kilo, 500 Kilo, 610 Kilo, 720, 830 und die Fronthydraulik. Reifenhersteller nämlich mit Trelleborg, Michelin, Mitas, Nokian und wieder Trelleborg. Trelleborg mit Standard, mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen und Gewichten, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Standard. Michelin mit Standard, mit Radgewichten, mit Breitreifen, Breitreifen und Gewichten, Standard. Mitas Standard, Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen und in Gewichte oder Standardreifen. Nokian mit Breitreifen, Breitreifen und Gewichten, Breitreifen. So, Fahrgestell auch hier, ne? Fahrgestell Farbe, schwarz, grau oder altes Grau. Auch hier wieder die Konfiguration mit den Pflegereifen und den Schutzblechen hier. Ne? GPS, dann Breitreifen, dann kommen wir ein bisschen weiter raus, dann sieht das dann halt so aus, sieht das noch besser aus wie, ne? Oder halt mit Pflegebereifen und GPS, dann haben wir nur Breitreifen, ja, und dann haben wir Breitreifen und GPS, ne? Und wieder halt nur Pflege und halt und so weiter. Motorausführung 155 PS, 165, 180 und hier die 190 PS, genau. Auch hier ist es möglich, einen Frontlader anzubauen, ja oder nein, genau. Ja, so sieht's aus, die drei. Wir wandern mal kurz hier vorne rüber. Ja, so sehen sie aus. Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren, das sieht soweit alles in Ordnung aus. Das passt soweit, man sieht da ein bisschen hier rein, ne? Hier. Und da der Pack eh so klein ist, ist da mit Sicherheit, stört ja im Mod-Ordner wahrscheinlich eher nicht. Mit 21 Megabyte. Ne? Müsste ja aber eigentlich auch der Standard-Sound sein. Ja, so sehen sie wie gesagt aus. Und dann halt wie gesagt der kleine hier. Hüpfen wir als erstes mal rein. Den gucken wir uns jetzt auch als erstes mal kurz an. Wir können nichts mit Simplei sicher machen. Wir können allerdings hier ein bisschen was mit IC oder mit Maussteuerung machen. Ja, so sieht er aus von innen. Keine Angst, wir gucken auch noch die anderen zwei auch noch genauer an. Und ja. So, wir können jetzt Folgendes machen. Spiegel übrigens funktionieren. Ne? Man sieht es hier. Wir können jetzt die linke Maustaste gedrückt halten, hoch und runter fahren. Und dann können wir hier die Fahrertüre auf und zu machen. Wir können hier die beide Maustaste gedrückt halten, links und rechts. Dann können wir hinten praktisch, ihr seht hier, die hintere Scheibe auf und zu machen. Das funktioniert. Oder ihr könnt jetzt auch die rechte Maustaste gedrückt halten, hoch und runter. Dann geht auch die Beifahrertüre auf und zu. Genau. Hupe funktioniert soweit. Na, man hört's. Und ja. Mehr kann man eigentlich nicht machen, da würde ich sagen, wir lassen mal mein Auto an. Machen wir das mal kurz aus. Ein Fuß wird gedrückt, ihr seht es hier schon. Rundumleuchten funktionieren soweit. Sound dürfte Standard sein, es taucht kein Sound im Mod-Ordner auf, zumindest nicht bei mir. Also im Mod-Verzeichnis, also im Zip-Verzeichnis. Das passt auch. Belastungssound ist auch am Start. Das tut alles soweit. Lenkung passt auch.
So als Hoftraktor. Super Sache hier, mit Sicherheit. So. Lenkung wird, ja, Lenkrad wird relativ gut angefasst. Der eine Arm, die Arme sehen halt ein bisschen komisch aus, aber gut. Da hat man schon deutlich schlechtere, muss man sagen. Auf jeden Fall. Hier tut es, tut auch alles. Einwandfrei. Lenkung, wie gesagt, das funktioniert. Das passt soweit. Sitz wackelt. Kein Fahrsound ist eingebaut. Also dieses leichte Fahrgeräusch dann, wenn, wenn man über Hubbel fährt und so. Aber nicht weiter schlimm. Passt soweit, würde ich sagen. So, jetzt zipfen wir mal kurz in den anderen noch rein. Da ist eigentlich nicht so viel anders. Na, ich hopfe mal hier rein. Sieht innen drin dann so aus. Na, das ist der 6S. Auch hier tun die Spiegelchen. Na, ihr hört es am Sound. Hört sich ja ein bisschen anders an. Ein kleines bisschen zumindest. Na. Wir gucken aber trotzdem mal kurz, auch hier diese Befehle bzw. Maussteuerungen sind alle da. Hinteres Fenster funktioniert, ich sehe es im Spiegel. Und auch die andere Tür funktioniert. Genau. Wir gucken auch gleich noch in die Nacht rein, das machen wir natürlich auch noch gleich. Und dann hüpfen wir mal noch in den großen rein. Kommt Lenkrad beim Einsteigen, ihr seht hier, kommt dann auch runter, ne? Das funktioniert soweit. Und auch den, die Lehne kommt hier ein bisschen runter. Genau, so, auch hier Steuerung wie gehabt, Türen und auch hier hinten praktisch, man sieht es wieder im Spiegel, dass es auf und zu geht. Na, ihr seht es auch hier, das funktioniert auch und Umleuchten funktionieren auch. Und ja, Hupen, ne, Motor. Hört sich halt jetzt wieder andere an. Genau. So. Sehr schön. Was die Lichter angehen, wir gucken gleich danach. Gut. Okay. Und Leuchten funktionieren auch hier. Gehen wir mal kurz in die Nacht rein. Dann hüpfen wir mal von Traktor zu Traktor. Gucken mal, wie es aussieht. Ja, einmal Licht funktioniert hier. Zweimal Licht hinten. Dreimal Licht. Geht vorne noch was an. Viermal Licht wieder alles aus. Okay, gehen wir mal wieder ausmachen. Auch innen drin. Motor an. So einiges beleuchtet hier. Kann man ausschalten hier so. Genau. Gehen noch ein paar Knöpfchen hier an. Funktioniert also hier auch. Wird schön hell hier. So. Der andere dann, der kleine. Na, ihr seht auch hier, geht auch ein bisschen was an. Das tut soweit. Lichter funktionieren auch. Ja. Genau. Blinker. Machen wir mal schön aus, dann sieht man es hier besser. Die eine Seite, die andere Seite. Genau, und Warnblinker tut auch. So, ab zum nächsten. Hier tun auch die ganzen Lichter hier innen drin. Ein paar Knöpfchen sind auch hier beleuchtet. Na, ihr seht es selber. Blinker, man hört es, man sieht es allerdings nicht im Display vorne. Aber auf jeden Fall funktioniert die eine Seite und die andere Seite. Na, Warnblinker funktioniert auch. Und ja, das beleuchtet ein bisschen, auch wenn es nicht funktioniert, aber nicht weiter schlimm. Genau, gut. Ja, so, ich will es nicht länger noch warten.
gucke mal noch kurz mal in die Logdatei. Na, hätte man auch im Dunkeln bleiben können hier. Aber ihr seht auch hier, haben wir keine Fehler. Ne? Somit ist der Pack auch, wie es aussieht, auch fehlerfrei. Passt soweit. Genau. Ja, wenn ihr ihn haben wollt, wie immer, Link unten in der Beschreibung drin. Da könnt ihr ihn praktisch runterladen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao.